Hallo und herzlich willkommen zurück bei Frostpunk, der letzte Herbst, und zwar in einer Folge, in der es mal wieder darauf ankommt, in der wir sehen werden, ob wir es schaffen werden, das Herz des Generators hier fertigzustellen. Wir müssen den Kern bauen, es fehlen aber noch 9 Stahlgemische. Meine ganze Hoffnung liegt auf den Wildbeutern, dass die noch irgendwas finden. Und dann wird es aber zeitlich schon extrem knapp. Hoffen, bangen, durchhalten, weitermachen. Die Pläne sind ja geändert worden. Wir sind der letzte Standort, den es noch gibt. Das Meer friert zu. Irgendwann werden die Lieferungen eingestellt. Vielleicht werden wir ja nicht entlassen. Auch wenn wir den Termin hier überschreiten sollten. Bin da nicht sonderlich zuverlässig. Ich werde es gleich nochmal probieren, ob wir das Ganze hier mit Ladestationen vielleicht noch passend beschleunigen können. So, hier geht es nicht weiter, weil keine sammelbaren Rohstoffe mehr. Also können wir das hier abbauen. Und vielleicht an der Stelle dann die Ladestation errichten gleich. Mal gucken. ...273 Stahl. Kohle liegt denn hier noch? ...273, gut, wir haben die Ladestation erforscht. Boah, Dampfkerne werden gebraucht. Okay. Aber ich hoffe, wir brauchen dann die ganzen Sammelstationen nicht mehr. So, keine sammelbaren Rohstoffe. Dann bauen wir die mal alle ab. Das hätte ich natürlich auch früher machen können. Hier gibt es auch keine Rohstoffe mehr. Ist denn überhaupt noch irgendein Sägewerk im Betrieb? Jawohl, hier. Und wir haben auch eine entsprechende Anzahl an Arbeitern verfügbar. So, ich baue auch hier nochmal ein neues Sägewerk. Dann würde ich sagen, komm, wir machen hier nochmal schnelleres Laden. Ja, da brauche ich 10 Stahl dafür. Kann ich noch irgendwas erforschen, wo ich nur Holz für brauche? Scheinbar nicht. Nee. Ich kann mir das nicht leisten, hier Stahl zu verschwenden. So, Wildbeutel sind eingetroffen. Geschlossene Taverne. Die Taverne sieht verlassen aus. Auf dem Schild über der Tür steht Polestar. Und irgendwas Französisches. Der zweite Name ist auf Französisch. Die gute alte Zeit. Die Taverne scheint nicht verlassen zu sein. Ein rundlicher Mann zieht Kisten und Koffer auf einem Schlitten. Er stellt sich als Besitzer der Taverne vor. Als die Franzosen noch hier waren, hatte ich den ganzen Tag lang Gäste. Arbeiter, die ihren Kater mit einem Frühstück bekämpften, Ingenieure, die Unmengen Kaffee tranken, während sie über ihre Karten und Baupläne brüteten, und am Abend kamen sie alle wieder, um hart an ihrem nächsten Kater zu arbeiten. Sie alle sprachen nur Französisch, doch das ist jetzt vorbei. Nehmt, was ihr wollt, ich bin dahin. So, Eisenbahnschienen haben wir gefunden. Ich gebe alles. Aber leider
habe ich hier nicht die erhofften Stahlgemische gefunden. Ich werde sie wohl komplett selber herstellen müssen. Warte mal. Ich kann ja den Baufortschritt jeweils um 10% beschleunigen. Da werde ich wohl mal 20 Stahl investieren. Ich habe ja 15 Dampftauscher. Die bräuchte ich zwar eigentlich für den nächsten Bauabschnitt des Generators. Aber bevor hier gleich gar nichts mehr geht. Gut, müssen wir nur erstmal 20 Stahl zusammenbekommen. Zum Glück wird hier schon an der Verladestation oder an der Ladestation fleißig gearbeitet. Da werden wir schon mal die Arbeitszeiten verlängern. Genau wie auch hier. Schön, dass man das gleich im Bau schon einstellen kann. Dann vergisst man es später auch nicht. Drei Tage im Verzug. Na gut, das ist immerhin besser als vier. Steht ja gar Notfallschichten angeordnet oder so, aber das gibt mein Gesetzbuch hier in diesem Szenario leider nicht her. So, 10 Arbeiter. So, Maximum. So, 3 von 10. So. Außer Betrieb. Keine sammelbaren Rohstoffe in Reichweite. Weg damit. In das Sägewerk 10 Leute rein. So, die brauchen ja zum Glück nur Holz. So, brauchen wir hier noch ein neues Sägewerk. Sind denn in den Werkstätten keine Ingenieure drin? Ah doch, sind sie. So, Angelhäfen. Na gut, da kann ich mir eigentlich auch sparen, noch große Leute reinzupacken. Aber gut. Sieben Stahlgemische bräuchte ich noch. Gut, wir überspulen die Nacht. Tote über Tote. So, Wildbeuter. Eisenbahnschienen. Es sind Eisenbahnschienen, die sich von einem bis zum anderen Horizont erstrecken. Die Schienen reichen fast bis zum Knie und wurden auf sehr breite Schwellen gebaut. Schier an die Enden wollen die gigantische Eisenbahnschienen. Lagerhaus und drei Gräber. Okay, wir probieren es mal mit dem Lagerhaus. Nach Tag 35 wird es wieder kälter. Dann hätten wir nochmal 10 Tage, um zwei Thermohüllen zu bauen. Und da brauche ich so dermaßen viel Material dafür. Einwohner sind entkommen. Naja, ist so wie es ist. Ich hoffe, sie verhungern dort draußen. Sehr nett. So, Sägewerk. So, mal gucken. Das bringt uns aber auch nur weiter,
So, was ist hier los? So, die Ladestation tut ihren Dienst. Spontan sieht es so aus. Funktionsunfähig. Warum? Weil Lagerkap. Ja, jetzt läuft's. Okay, die Ladestation tut, was sie soll. Ich denke, wir werden zumindest noch mit dem Bau des Kahns beginnen können. Himmel hilf. Und statt ein Gebet zu sprechen, könnt ihr einfach einen Daumen nach oben unter dem Video lassen. Vielleicht hilft's. Oder einen motivierenden Kommentar. Auch das wäre nicht schlecht. Ob es hilft, ist freilich eine ganz andere Frage. So, See voller Fische ist erschöpft. So, die kommen jetzt noch einmal zurück. Oder? Nein. Sie warten. Warte mal, haben wir denn... Hier könnt ihr noch Futter holen. So. Außenposten errichten. Also am Essen wird es diesmal auf jeden Fall nicht scheitern. So viel steht aus meiner Sicht schon mal fest. Alles viel zu langsam. Viel zu langsam. So, Wildbeute sind am Lagerhaus eingetroffen. Und jetzt gibt mir 7 Stallgemische. Ach, was hätte ich mich sonst in anderen Szenarien über Dampfkerne gefreut. Ah. Das ist voller Kisten, in denen einst Dampfkerne transportiert wurden. Dutzende von ihnen, die eine ganze Flotte Dreadnoughts antrieben könnten. Die meisten Kisten sind leer. Dampfkerne, s'il vous plaît. Auf dem Schild über dem Eingang steht irgendein, das Marineministerium der Kolonien. Es ist wenig überraschend, dass auch andere Nationen Unterschlupf im Norden suchen. Aber das Ausmaß dieser Betriebs ist einfach unglaublich. Ein alter Ladenhüter öffnet ein großes Buch, nachdem er uns gesehen hat. Er dachte, dass wir französisch nicht mehr hören. Bonjour, Monsieur. Und so weiter und so fort. Wir verstehen dich aber nicht. Er scheint uns eine Lieferung mit Dampfkern anzubieten. Aber was zum Kuckuck ist ein... Grevenick, was? Nicken und Papiere unterschreiben. Erwischt. Als wir das Lagerhaus mit den Dampfkernen verlassen wollen, stellen sich jetzt eine Gruppe Arbeiter in den Weg. Ihr Französisch hört sich wütend an. Wir melden uns später. Kontakt abgebrochen. Verflixt. Hätte ich das Missverständnis aufklären sollen? Ich glaube, die haben meine Wildbeute gekillt. Nun gut, also aus der Hoffnung wurde nun leider nichts. Tja, wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende des Tages 34. Was ist hier los? Strafkolonie. Die erbärmlichen Iren. Ein paar Iren sind mit dem letzten Sträflingstransport eingetroffen. Da viele andere Sträflinge mit diesem Mix, wie sie genannt werden, keine Zelle teilen wollen, ist die Lage ziemlich angespannt. Iren sehen das genauso. Wollen wir sie getrennt einsperren? Nein, unsere Frühheit steigt. Ja, die Motivation sinkt. Nein. Sind sie halt unzufrieden. So, verwende 5 Dampftauscher, um die Arbeit im Generator sofort um 10% voranzutreiben. Würde hier 30% bedeuten. Allerdings habe ich gerade nicht im Kopf, wie hoch der Cooldown ist.
das wollte ich jetzt nicht. Was? Keine sammelbaren Rohstoffe mehr? So, wobei ich Holz jetzt mehr als genug habe, kann ich eins der Depots mal umwidmen. Wo sind sie denn? So, von Stahl nach Holz. Es fehlen nach wie vor 6 Stahlgemische, um mit dem Bau des Kerns beginnen zu können. Ja, es läuft alles besser mit den Ladestationen. Aber gut. Ist nach wie vor anders. Ach, zumindest haben wir hier mal weniger Giftgasbelastung, aber morgen wird sie wieder steigen und es wird kälter. Eigentlich könnte ich genauso gut die Arbeitsplätze beheizen, weil... Na, warte mal. 6 mal 5. Und ich brauche 300 Kohle. Die Häfen arbeiten noch ein bisschen länger, wegen den verlängerten Schichten. Warte mal. Wildbeuterquartier. Verdammt, wenn ich 10 Stahl hätte. Aber wo soll ich die hinschicken? Was haben wir denn hier noch auf der Karte? Das Steingewölbe. Hier unten haben wir noch die Rentierherde. Ich habe doch eigentlich genug Nahrungsmittel. Komm, ich lenke die mal um. Da finden wir jetzt einen fertigen Kern, den wir zurücktransportieren können. Um hier, die Zeit wieder aufzuholen, die uns verloren gegangen ist. So, 21 Uhr. In der Nacht wird sich wahrscheinlich wieder nichts tun, außer dass Leute sterben. Hier los? Was? Meine Dosis kann ich kaum nehmen. Ich will ja keine mehr nehmen. Ich muss meine Dosis verringern. Ich fange gleich morgen damit an. Ach, wahrscheinlich wegen dem Kokain. Tödliche Überdosis. Sir, wir haben eine Leiche gefunden. Die Mitarbeiter des Verstorbenen haben oft ihre Kokainpillen mit ihm geteilt, woraufhin er immer mehr wollte. Er ist wahrscheinlich an einer Überdosis gestorben. Leider ist das gerade im Fall von Kokain keine Seltenheit. Ich verstehe. Motivation sinkt, oder? Ich unterbinde den Drogenkonsum, ja. Die Motivation kriege ich ja jetzt eh nicht mehr hoch, oder? So, was können wir noch machen? Herzhafte Mahlzeiten gibt es, kein Kokain mehr drin. Tja, viel mehr können wir heute Nacht nicht tun. Kommt erstmal wieder alle runter von eurem Trip. Vielleicht seid ihr so drauf, dass es Sterben vergisst für den Rest der Nacht. Hat die Wildbeuter sind eingetroffen, Steingewölbe.
Diese seltsamen symmetrischen Felsformationen sieht aus, als wäre sie von Menschenhand gemacht, ist jedoch rein natürlichen Ursprungs. Und wir finden, geschlossene Taverne. Drei Gräber. Schaffen wir das noch 17 Stunden? Ah. Wahrscheinlich nicht. So, Gesetze können wir noch erlassen. Was können wir denn noch Schönes machen? Weniger Unzufriedenheit, Klassentrennung. Rationalisierte Gesundheitsvorsorge. Sträflinge können von medizinischen Einrichtungen ferngehalten werden. Was macht denn die Knechtschaft? Das nützt uns jetzt alles nichts mehr. Streikunterbindung. Neue Fähigkeit, Streikunterbindung. Beendet den Streik sofort, wenn ein Sicherheitsaußenposten in Reichweite ist. Jeder Einsatz steigert die Unzufriedenheit. Gut, aber falls wir dann gleich doch noch wider Erwarten ans Bauen kommen sollten, verhindern wir so zumindest Streiks. Es tut mir ehrlich leid. Wenn ihr eure Arbeit macht, habt ihr auch nichts zu befürchten. So sieht's aus. Verzeiht die Fesseln dieser unbändigen Meute enger zu ziehen. Es können ja nur Ingenieure sein, die das erzählen. Eieiei, Entzugserscheinung. Sir, unseren Einwohnern geht es seit dem Drogenverbot alles andere als gut. Einige sind apathisch, andere schreckhaft und gereizt und wieder andere extrem launisch. Die Aufputschpillen scheinen sie abhängig gemacht zu haben. Deine Einwohner sind süchtig. Ohne Drogen sinkt die Motivation. Verstehe ich. Betrieb fortsetzen. Na, dann schlägt aber meine Quest fehl. Nee. Dann müsst ihr wohl auf Entzug. Bei minus 20 Grad. Zumindest merkt ihr dann eure anderen Schmerzen nicht so. So, Tag 35. Um 15 Uhr endet meine Frist. Ich werde, so sicher wie das Amen in der Kirche, nicht genügend Stahlgemische zusammenbekommen. Um den Kern auch nur im Ansatz bauen zu können, beziehungsweise ich werde noch nicht mal schaffen, den Baubeginn zu starten, nehme ich an. Aber immerhin, mit 57% über die Hälfte. Ja. Sollten wir an dieser Stelle scheitern? Irgendwann versuche ich es nochmal. Wann? Ist eine andere Frage. Auf der anderen Seite habe ich jetzt so viele Folgen aufgezeichnet, dass es möglicherweise doch lückenlos weitergeht. Ich weiß noch nicht. Ich möchte ja auch, wenn sie rauskommt, die Erweiterung auf Messers Schneide zeitnah spielen. Normalerweise spiele ich dafür immer alle Szenarien fertig. Also wenn ein neues rauskommt, vorher alle anderen fertig. Aber da das ja jetzt eine Vorgeschichte ist, könnte ich natürlich auf Messers Schneide auch unabhängig davon spielen. Da hätte ich zwei Szenarien am Laufen. Nicht die Variante, die mir am besten gefällt, aber zumindest eine Möglichkeit. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. So, die Einwohner sterben. Zeit schreitet voran. Unaufhaltsam. Langsam friert hier auch immer mehr zu. Ja, ganz am Ende soll ja noch ein Eisbrecher kommen und uns evakuieren. Haha. Oder Liverpool evakuieren und uns die ganzen Leute bringen. Das könnte dann in einer weiteren Katastrophe enden. Der Anfang vom Ende. Die Anspannungen nehmen weiter zu. Die letzten Frachtschiffe legen in 2 Tagen ab und den Leuten ist offensichtlich bewusst,
dass etwas im Gange ist. Ein Aufruhr liegt in der Luft. Es wäre klug, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Hoffen wir auf das Beste. Nein, wir bewachen den Hafen. Nicht, dass die Leute abhauen. Eieiei. Die Stadt. Also wirklich. Es geht einem auch an die Nerven ein bisschen, dass sich die Situation so zuspitzt. Und ich bin mir sicher, dass 11-Bit Studios sich für dieses Szenario, das besonders umfangreich soll im Vergleich, sein soll im Vergleich zu den bisherigen, noch einiges hat einfallen lassen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir aber unsicher, ob wir uns das in diesem Versuch noch anschauen können. Aber wenn nicht, dann haben wir ja zumindest ein Game Save nach dem Fundament und können es dann von dort aus nochmal versuchen. Obwohl es mir lieber wäre, ich hätte meinen Bonus nicht gleich am Anfang aufgebraucht, aber wer weiß, ob sich das denn überhaupt vermeiden lässt. Festnahme, das allsehende Auge. CERN Engineer möchte sein neues Überwachungskonzept präsentieren. Angelehnt an Jeremy Benthams Panoptikum-Idee habe ich ein Gebäude entwickelt, in dem nur wenige Aufseher die Sträflinge zu jeder Zeit beobachten könnten. Dadurch wird gewährleistet, dass sie mit höchster Effizienz arbeiten. Wollen wir die Pläne in die Tat umsetzen? Nicht jetzt. Motivation sinkt leicht. Legen wir los. Das Knechtschaftsgesetz beschließen. Ich befürchte fast in die Richtung, in die ich mich bewegt habe, wenn nicht das Szenario gleich eh erstmal ein jähes Ende nimmt. Muss ich konsequent in der Richtung auch weitermachen. Müssen nicht, aber... Panoptikon. Okay, komm, wir machen das. Wobei ich ernstlich bezweifle, dass wir hier noch dazu kommen. So, in wenigen Sekunden wissen wir es. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ende? Fragezeichen? In der Tat. Du bist gefeuert. Du wurdest vor den möglichen Konsequenzen gewarnt, dennoch hast du einen weiteren Meilenstein verfehlt. Du bist gefeuert und wirst mit dem ersten Schiff Richtung Heimat abreisen. Dein Ersatz ist bereits hierher unterwegs. Wollen wir hoffen, dass es sich um einen Industrietitan handelt, sonst wird der Generator niemals rechtzeitig fertig. Tja, der Button lautet zwar, ich habe mein, oder es beschriftet mit, ich habe mein Bestes getan. Ich bin mir da nicht so sicher. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, lasst doch ein Abo da und klingelt das Glöckchen. So sicher, wie ich hier versucht habe, mein Bestes zu tun, werde ich es auf jeden Fall auch erneut versuchen. Ja, das war's nun fürs Erste mit Frostpunk, der letzte Herbst. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.